sehr gern. Alles Gute zum Weltfrauentag euch. Am Internationalen Weltfrauentag traf man Vizekanzler Werner Kogler, die EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling sowie die Grünen-Globobfrau Sigrid Maurer bei einer Verteilaktion in Wien-Mitte mit Flyer und Schokolade. Am Weltfrauentag will man ein Zeichen setzen. Ja, traditionell sind die österreichischen und die Wiener Grünen hier im dritten Bezirk, Wien-Mitte. Ich glaube, das Zeichen ist klar. Es braucht noch einen längeren Kampf, bis wirklich Gleichstellung erreicht ist. Die Ziele sind auch klar, gleicher Lohn für gleiche Arbeit und die Gewalt gegen Frauen muss natürlich zurückgedrängt werden. Der große Schlüssel für vieles wird die Kinderbetreuung sein. Die ist vor allem außerhalb von Wien ein Riesenthema, weil dort das Angebot immer noch zu knapp ist, zu wenig Ganztagsbetreuungsplätze. Und das ist, leider muss man sagen, bei 95% Betreuungspflichten, die Frauen übernehmen und nicht die Männer, ist das dann das Einfallstor dazu, dass man weniger arbeiten kann, weniger verdient und das Problem schleppt sich bis in die Pension und auf die Art und Weise die Frauen immer hinten hängen. Wird es zwei Maßnahmen brauchen, mehr Transparenz in den Firmen, wer verdient wie viel und zweitens mehr Kinderbetreuungseinrichtungen und dann wird was vorangehen und das ist unser großes Ziel. Naja, am 8. März müssen wir auf die Straße gehen, weil Gleichberechtigung noch immer nicht gelebt wird. Frauen machen noch immer mehr Kindererziehung und Sorgearbeit, Frauen müssen mehr zu Hause bleiben. Wir sehen, von 10 Paaren ist es nur bei 8 so, dass Männer auch in Karenz gehen und vor allem geht es auch um Gewaltprävention und den Schutz von Frauen und dafür stehen wir auf die Straße. Wir Grüne, wir kämpfen seit Jahrzehnten für die Rechte von Frauen, für die Gleichstellung und natürlich tun wir das erst recht am 8. März. Wir haben das Frauenbudget verdreifacht, wir haben den Gewaltschutz ausgebaut, Kinderbetreuung ausgebaut, aber es bleibt immer noch viel zu tun, weil volle Gleichberechtigung haben wir noch nicht. Und wir sind hier viele kämpferische Frauen, die weiterhin für dieses Thema einstehen. Wir haben auch die meisten Politikerinnen, vor allem Parteien im Parlament. Finden, es ist unsere Pflicht, dass wir uns einbringen. Es passiert auch leider sehr viel, gerade mit jungen Mädchen in Österreich. Jetzt überlegt man, dass man die Strafmündigkeit herabsetzt. Was sagen dann die Grünen dazu? Die Vorfälle sind absolut erschütternd, die hier berichtet werden. Aber wir wissen ganz genau, dass ein 12-Jähriger wird sich nicht denken, oh, es ist auf die Strafe jetzt 5 Jahre statt 4. Ich gehe anders vor. Wir brauchen hier ganz dringend Prävention. Wir brauchen Sozialarbeit, wir brauchen die Lehrerinnen, die Eltern, die Schülerinnen. Das ist das, was effektiv hilft, um solche Taten zu verhindern. Eine Herabsetzung der Strafmündigkeit. Also die Kinder wissen, wir reden hier von Kindern, die Kinder wissen ja ganz offensichtlich auch jetzt nicht, was Unrecht ist. Es ist ja Unrecht und es hat auch Konsequenzen und muss entsprechende Konsequenzen haben. Das heißt, ist die rechtlichen Verfahren in diesem Fall im Laufe der Jahre bereits.